Da sind wir wieder zurück bei Bad Dream Coma und immer noch keinen Meter weiter. Wir sind der böseste Mensch, der überhaupt auf dieser Welt existiert, habe ich so langsam das Gefühl. Und deine Wunden sehen grässlich aus. Lass mich in Ruhe. Okay, meine Wunden sehen grässlich aus. Oh, guck mal, wir können hier rein. Warum? Ach, weil sie jetzt wahrscheinlich wieder in der Küche ist. Hier kriegen wir Wasser raus, okay. Ich will ein bisschen anschauen. Nö. Kleber. Ich bin fast dazu verleitet, mir die Finger wieder anzukleben. Lass mich jetzt mal nicht irgendwas mit der machen. Wunden sehen grässlich aus. Ja, das habe ich mittlerweile verstanden. Jetzt habe ich aber auch nichts, wo ich hier Wasser reinfüllen könnte. Das Glas habe ich dir ja wiedergegeben. Huch! Da bist du! Der Doktor wartet schon auf dich. Du solltest die Wunde in deiner Hand so schnell wie möglich verbinden. Okay. Und, wo ist der Doktor? Doktor? Wie komme ich denn zum Doktor? Hallo? Ja! Zeig mir deine Hand! Ups. Und jetzt? Oh, seriously? Wir kleben uns jetzt fremde Finger mit Kleber wieder an? Fertig. Versuch Ärger zu vermeiden. Du möchtest enden wie ich? Nein. Leg es zurück. Sei vorsichtig. Entweder du endest wie ich. Okay, ich muss an den Schlüssel kommen. Ich weiß aber nicht wie. Okay. Ich muss irgendwie an den Schlüssel kommen. Ich hab einen Wurm. Was soll ich mit einem Wurm? Vielleicht für den Fisch? Oh. Wieso? Alter, der Wurm hat sich durch das Fisch. What? Ich meine, warum? Aus Tonörge? Nein? Jetzt kann ich hier wieder nicht rein. Hä? Was ist das für eine Oh mein Gott! Butchered, lost fingers, eyes, ears, dignity, hope. There is no escape. What the fuck? Mental clearly dangerous. Oh mein Gott, und wir sind dran schuld. Ich kann die Augen zurückgeben. Nimm sie. Nimm das Auge. Ach du Scheiße. Den Schlüssel haben. Nein?
sowieso keine Rolle mehr. Ich hab sie eh schon getötet. Da ist ein Ohr, Alter. Was ist denn für ein kranker Abfuck? Ich hab deine Ohren und dein Auge wieder. Aber ich hab keinen Kleber. Was soll ich tun? Ja, meine Wunden sehen grässlich aus. Ich sehe im Allgemeinen ziemlich grässlich aus. Lass mich. Ich bin ratlos, was soll ich tun? Das Fenster geschlossen halten auf jeden Fall, damit keine Krähen mehr reinkommen. Kann ich da ein Auge drin kleben? Ich brauche irgendwas, um die Leitung zu reparieren. Aber was? Natürlich. Er schläft, wenn das Licht aus ist. Was haben wir denn da jetzt? Einen Schlüssel? Oh. What the fuck? Haben wir noch einen Schlüssel? Einen kopflosen Teddy? Ohren? Ugh. Schon mal ein Auge wieder. Nein, ich kann ihn nicht verletzen. Zum Glück. Okay, ich kann aber nicht mit ihm reden. Anzünden kann ich ihn auch nicht. Okay. Urgently require an eyes, ears and hair transplant. Stable condition. Found a few days ago near the cemetery. Okay, er braucht noch Haare. Okay. Wenn ich einfach den Teddy nehme? Missing Head. Okay. What the fuck? Das ist ein Auge. Oh Gott, es tut mir so leid! Oh mein Gott! Iii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 
gesprächiger, ha? What the fuck? Warum sollte das jemand tun? Bei Tag sieht es ja auch nicht besser aus. Also ich würde auf dieses Klo definitiv nicht mehr gehen. Von hier hat gerade einer gespannert und dem habe ich das Auge rausgeschnitten. Aber wer in drei Teufels da war das denn? Sie war es nicht. Was hast du gemacht? Du bist verrückt. Lass mich in Ruhe. Aber wem habe ich denn das Auge rausgetrennt? Lass mich dir helfen. Viel besser. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, dass du nicht noch mehr Schaden zugefügt als geholfen hast. Mich dünkt, dass die Ausschlagen eines Auges keine gute Idee war. Also, erzähle mir... Was genau ist am Friedhof passiert? Hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Ich wurde von etwas einige Schritte vor dem Tor angegriffen. Ich habe nichts Brauchbares gefunden. Ich habe es nicht geschafft, mich umzusehen. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Nicht schlimm. Ich weiß zu schätzen, dass du es wenigstens versucht hast. Nur wenige Menschen haben dazu den Mut. Wir glauben, dass sich auf dem Friedhof Hinweise über unsere Unsterblichkeit befinden. Könntest du dich für mich prüfen? Ich muss nach der Krankenschwester schauen. Wir suchen nichts Bestimmtes. Schau einfach, ob du Informationen findest. Ich sehe, du hast eine Schere. Kann ich sie borgen? Ich zeige dir eine Abkürzung. Sehen wir mal, wie es dir gefällt, wenn andere dir Leid zufügen. Kapitel 2 abgeschlossen. What the fuck? Kapitel 3. Der Friedhof. Sieht auf jeden Fall schon mal einladend aus. What? Jetzt wirklich in diesem scheiß Grab gelegen? Ist der Typ bescheuert? Aber wenigstens habe ich meine Schere wieder. Was ist denn falsch mit denen? Aber dann bin ich der Böse, weil ich helfe. Und Leuten die Augen aussteche. Zombie! Riesenspinne! Er hat mich gebissen. Die Drecksau hat mich gebissen. Ich muss sie irgendwie anzünden. Das geht aber nicht. Kann ich sie bestechen hier? Nein? Eklig. Jetzt hier machen. Ich einfach den Baum abfackeln? Funktioniert nicht, okay. Tür kann ich auch nicht abfackeln. Party. Ich kann nur hier oder da lang, aber mehr. Ah! Da komm ich auch nicht rein. Okay,
Hier ist wohl dann nichts Auffälliges. Memento Mori, oh Gott. Ah, wir könnten hier die Kerze anzünden. Ein Schlüssel. Okay, der Schlüssel passt nicht. Alter, was ist denn hier? Was fehlt hier? Wasser? So eine Vogelscheuche. Könnte ich aber nicht anzünden. Kann ich sie umgraben? Nein? Das ist ein toter Vogel. Das war ich nicht. Uch! Hallo, Lady! Was machst du hier, mein Kind? Bist du gekommen, um nach der Ursache unserer Probleme zu suchen? Verlorene Mühe. Der Tod hat schon längst diesen Ort verlassen. Wir sind nicht fähig, diesen Traum ohne Tod zu verlassen. Wie du siehst, wir müssen hier sterben, um wieder zur realen Welt zurückzukommen. Traurigerweise hat der Tod seit langer Zeit keinen von uns mehr besucht. Auch nicht jene, die von diesen fürchterlichen Monstern heimgesucht worden sind. Komisch, dass gerade die Unsterblichkeit den Menschen Leid zufügt. So komisch ist das nicht mal, dass Unsterblichkeit den Menschen Leid zufügt, weil, ganz ehrlich, wer will unsterblich sein? Ich würde es nicht wollen. Komm ich zurück? Ah, so. Was ist das? Luftballon an einem Baum. Oh nein, das ist eine Brille. Ich hab schon wieder getan. Warum tue ich ständig solche Dinge? So. Die Handschuhe vielleicht vornehmen sollen. Blutbefleckte Blume. Toll. Hier, nimm meinen Knochen. Ich prügel dich mit der Schaufel, bring dich mit der Schere um. Ich verbrenne dich. Ich weiß nicht, wie das geht. Willst du eine Blume? Nein? Hier ist mein Sarg. Okay, ich muss irgendwie an den Schädel kommen. Fraglich wie. Spitzhacke rauf. Komm schon, komm schon. Ach, das hätte klappen müssen. Das ist nur eine scheiß Spinne, Junge. Okay. Das hat alles keinen Sinn.